Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge von From Zero to Hero und das Ganze natürlich wieder zum Montag aus dem Livestream mit unserem lieben Milo. Hallo, da sind wir. Da sind wir wieder mit leichter Verspätung heute. Ja, für die YouTube Arenas heute zum Sonntag ging bei uns also das Zeitmanagement schon dezent den Bach runter, oder? Kann man sagen. Ja. Aber ist ja nicht so schlimm. Nee, ist hier nicht so schlimm. Wir arrangieren uns. Genau, so ist es. So, ich muss mal kurz. Mach mal die Zeit auf 5. Ja, machen wir bitte. Achso, kannst du gleich mal Start reinschreiben? Oh. Okay, das ist. Haben wir denn? Warte mal, ich muss mal kurz. Hierher hupsen. So, dann muss ich mal ganz kurz was wegschieben. Meine Lieben. Und dann werden wir mal sehen, ob das heute so funktioniert, wie wir uns gedacht haben. Ich habe mich festgefahren jetzt wegen dem Startschreiben. Oh, das ist schlecht. Das tut mir wirklich leid. Das tut überhaupt nicht leid. Doch, nee, wirklich. Fühl da mit dir. Na klar. Geh doch nicht immer so und denk negativ. Weiß, ich habe vorhin gefragt, weil ja, also komischerweise sind immer noch 146 bei mir, obwohl du angefangen hast. Waren es doch nicht deine Leute. Weil ein paar bei mir waren, die haben nach dir gefragt. Habe ich gesagt, du kommst auch gleich, wir haben noch Besprechung. Ja. Und dann hat mir das Wort gefehlt, wie ihr heißt, weil bei mir sind es ja die Milo-Ritter und da habe ich gefragt, wie ihr heißt. Und ich habe gehört, ihr seid die Herzblatt-Ritter. Hallo. Es ist halt, ne, es ist halt, du möchtest quasi wissen, wie wir heißen. Na, Herzblatt-Ritter, ich wurde aufgeklärt. Herzblatt-Ritter, okay, wer hat denn das geschrieben? Das sage ich nicht. Das kann ja nur einer von deinen Leuten gewesen sein. Nein, das war einer von deinen Leuten. Okay, na dann hau mal raus, wer war das? So, von meinen Leuten, wer war das? Wer war das? Wer meldet sich freiwillig? Chat, wer meldet sich freiwillig? Wer hat gesagt, wir sind die Herzblattritter? Ah? Haut raus. Ich muss mein Lenkrad andingsen. Also bin gespannt. Angesteckt. Ich muss es noch rüberziehen. So, andingsen? Andingsen muss er? Also die Isa war es schon mal nicht, okay. Immer gut, Isa. Ist schon mal positiv. So. Jetzt werden wir natürlich hier erst einmal hier hochfahren und dann werden wir die ganze Strecke nach vorne durchimmeln. Oh, der Tino, wirklich? Ja, Isa. Mir da etwa was zu beichten? So. So, Lenkrad sitzt. Und no. Planer Mike haut ein Abo raus. Vielen Dank. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft, würde ich sagen. Der Lars Fu hat geschrieben, er war's. So, sag mal, Sören, hast du hier was verloren? Es ist ein Hallo. Warum versteckst du dich denn? Die Ritter der Herzblattrunde. Lars Fu, er war's auch nicht. So, eigentlich dachte ich ja immer, wir sind, ja, Chat, wie wollen wir uns denn nennen? Haut mal raus. Ihr könnt jetzt wirklich mal raushauen. Ohio Bios oder wie auch immer. So, ja, ja, das. Wie heißt das Wort? Hilf mir. Was für ein Ding? Du sagst doch immer Hoya Papoyo oder so, oder? Was? Na, wenn es wild hergeht oder wenn es Katastrophe war, dann sagst du das manchmal. Ja, sag mal, Leute, rutscht mir manchmal. Also, anders gesagt, so einen Müll machen wir hier nicht und dann sagst du, so ein Hayo Papayo oder irgend sowas machen wir nicht. Oder keine Ahnung. Gut, da bin ich auch gerade überfragt, meine, und da müsste ich mal überlegen, weil ich stehe, wie ist das? Vielleicht rutscht ich mir ja heute nochmal raus. Jetzt helf mir mal. So. Tu Wabuhu, meinst du das? Ja, wie? Tu Wabuhu. Ja, genau. Hey, Wabuhu. Aber der Chat hat schon richtig rausgehauen. An sich sind wir eigentlich die. Okay, also. Ja, gut. Die Schlingel. Nein, wir sind nicht die Schlingel, ne? Es kam dann schon. Was ist denn das für eine scheiß Straßenführung in diesem. Der Tino, die Herzblattbande, nee, das ist auch nicht so. The Bad Boys, nee. Also, die Excel-Gebrüder, nee. Nee. Ayo, Paya, nee. Die Herzblättler. Also, was meint ihr denn, was meint ihr denn von der Holy Army? Ach ja, eben, stimmt, das hatte der ja schon. Genau. Holy Army. Restrasch. So. Im Bubovic, schreibt der Razer. Das ist schon wieder. Ah? 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 Kriegst du schon wieder. Ah, sympathisch. Also, bin hier ein bisschen. Was denn? Weitsicht ist nicht gegeben. Haben wir von der Ausbeute zu wenig.
Die DAX-Gang. Schleppkönig. Ja. Natürlich auch nicht schlecht, ne? So, aber der René 1982, vielen, vielen Dank. Er cheert mit 500 Bits. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt's natürlich auch. Das Herzchen, was von Herzen kommt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, René. So, jetzt sammeln wir hier erstmal noch weiter die Ballen auf. Also, ich habe jetzt schon eingangs erwähnt, ich werde wahrscheinlich diese Nacht von Ballen träumen, schlecht träumen, wie sie mich verfolgen, wie sie mich versuchen einzuwickeln oder sondersgleichen. Ja. Hast du jetzt eigentlich auch dein Kredit komplett ausgelöst gehabt, als ich es gemacht habe? Muss ich mal gucken, ob ich das getan habe. So. Palim, palim. Nö. Warum fährt mein Unimog so langsam? Nur 14 km/h. Müssen vielleicht mal reparieren? Nee, ich habe ihn frisch repariert. Ja. So, einer passt noch drauf. Uha. Also, liebe Leute, Dr. Timmy, Servus und Hallo, dir natürlich auch. Schönen ersten Advent. Muss ich da mal gucken, ob es vielleicht der Düngerstreuer ist, der gebuddelt. So, machen wir hier wieder hoch und dann geht's erstmal. Ach, du Heimatland. Hoch, die Frau des Vertrauens ist mit da. Das Milo-Kartell, nein, wir sind die Milo-Ritter. Ja, doch, Kartell trifft's bei dir komplett. Was? Trifft's bei dir komplett, Junge. Nein. Na, aber sowas von. Ja, will ich wahr sein hier. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir hier ordentlich fahren, ne? Weil hier mit wichtiger Fracht ist schon immens. Leute, ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen, was hier so bei rumkommen wird. Dr. Timmy, mein Tag war an sich, ja, richtig cool. Ne? Hat schon echt Laune gemacht. Wer gibt mir denn hier Lichthupe? So. Ich blinke. Ich möchte links ab. Hallo! Die Foley-Army hatte ich im Auge. Ich habe doch nichts verpetzt. So, das kann ja nur die Marie sein. Was willst du von mir? Milo hat die Arbeitsbreite seines Düngerstreuers auf 45 Meter gestellt. Okay. Ja, er sagt ja alles. Habt ihr ihm auch erzählt, dass ich mir eben am Po gekratzt habe? Aber, ich hier mit meinem Unimog fahre? Aber Chat, ihr wisst ja noch nicht mal, dass ihr wisst ja noch nicht mal das Schlimmste, was der Milo vor Beginn der Aufnahme gemacht hat. Eigentlich das Größte, was man nie machen sollte in einer Challenge. Er ist mit seinem Unimog über sein Silo gefahren, um es festzufahren. Und als er mich gesehen hat, ist er rausgesprungen. Ich habe getestet. Das kann ich jetzt auch sagen. Guck doch in mein Silo rein, das hat 0% verdichtet oder 3 oder 1 oder irgend sowas. Ja, jetzt sowieso nicht, wir haben ja einen anderen Spielstand. Ach Mist, dann kannst du es ja gar nicht nachvollziehen, aber ja. Da musst du mir wohl glauben. Deswegen, nee, ich hab's ja gesehen, von daher. Ja, aber du konntest es ja überhaupt nicht sehen, ob überhaupt was verdichtet war. Ich habe nämlich Pflegebereifung drauf. Ja, aber trotzdem warst du halt da drin. So. Und das ist halt so ein Ding, was man nicht macht. Weißt du, da macht man einfach, machen wir jetzt mal mit dir du, du wirst sowieso wieder machen. Ach so. So, okay, das haben wir drin. Wie du von mir denkst. Ja, weil du versteckst das halt gut, Milo. So. Weißt du, bei der Challenge. Mhm. Du bist da ein kleiner Schlingel geworden mittlerweile. Mhm. Bin erschüttert eigentlich. Hast du das Gewicht unten? Nein, habe ich nicht. Was du für ein Schlingel geworden bist. Ich lerne von dem Besten. Tino. Er ist denn dein Mentor? Ach, Moment. Tino. Ah, oh, herrlich. Das macht halt immer wieder Laune. Oh, ist das schön. Ich war heute wieder so kaputt, ey. Lukax, du fragst gerade. Axel, könntest du nicht vielleicht auch einmal eine Roomtour von deinem Zockerzimmer machen? An sich eine schöne Idee, würde ich euch auch gerne zeigen und tun und machen, aber Roomtour wird es da nicht geben, weil Zockerzimmer ist mein Schlafzimmer. Da seht ihr die ganzen Spielzeuge. So. Da seht ihr die ganzen Frauen, die sich da immer eilen. Geht nicht. Nein, Gottes Willen. Nee, kann man nicht machen, Leute. Mache ich auch nicht, weil ich müsste dann schön ein paar Bildchen abnehmen von Familie und allem drum und dran. Und da ist die Wohnung aber komplett kahl in dem Sinne. Und deswegen wird es hier in dieser Wohnung keine Roomtour geben. Ich werde eine machen. So, aber ja, extra betont in dieser Wohnung, wenn es dann etwas Neues gibt, wohnungsmäßig, wenn sich da in unabsehbarer Zeit etwas ändert, dann gibt es definitiv Roomtour und alles und Fortschritt-Tour und ja. Dann lasst euch einfach mal überraschen. Wer entert denn? Was? Wird deine Wohnung geentert? Nö. Hast du gerade gesagt. Aber ja, verändert. Also verändert. Verändert.
wenn man sich wohnungsmäßig verändert. Ich mache eine Roomtour als 10k Abonnenten-Special. Aber dauert noch. Axel, ich rede mit dir. Das ist auch eine sehr schöne Idee. Ich habe mir ein Angebot geben lassen am Samstag im Obi für meine neue Schreibtischplatte. Ja. Ach nee, habe ich das schon erzählt? Nein. Alter, das war so. Das war wieder so. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Erstmal fahre ich gerade falsch, glaube ich. Hallo? Nee, fahre ich nicht. Pass auf, ich gehe dahin, gell? Ja. Und sage, ich hätte gerne eine Tischplatte. 2 Meter mal 90. Ja. Aus Nussbaum, vorzugsweise. Hab sogar ein Bild gezeigt, hier so die Optik gerne. Okay. Nightbot hat eh für 5 Minuten kein Timer. Oh je. Jedenfalls, das hätte ich gerne. Mhm. Haben wir nicht. Wir haben nur 60 tief. Ich sag so, weiß ich. Das sind die ganz normalen Tischdings-Gedöns. Genau. Aber könnt ihr da was bestellen? Ja, müssen wir gucken. Oh, das wird aber sehr, sehr teuer. Ich sag's nur, ich habe mich erkundigt, das kostet so 200 bis 300 Euro. Das ist schon okay. Na, wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Ja. Pass auf. Und dann hat sie da, keine Ahnung, ein paar Stunden rumgerechnet gefühlt so. Und dann so, soll ich in den Preis sein? Wollen Sie sich setzen vielleicht? Weil Sie werden überrascht sein. 269 Euro. Und ich sag, genau das habe ich doch gesagt. Und ich dachte, meine Güte. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber wenn ich das bei denen bestellen sollte, ich hole mir jetzt natürlich noch woanders ein Angebot, dann braucht das halt 3 Wochen mindestens. Ja, ne, das ist klar. Deswegen da zieht sich meine Roomtour. Das will ich nicht vorher. Ich will vorher natürlich erst umbauen. Das ist ganz klar. Aber auch geil, ne? Ja, wenn sie sich da mal nicht täuschen. Ja, ne, die sind halt schön immer, hoppala, da haut der Ballen ab. Sind halt, also bei manchen fragt man sich schon immer, ob die so richtig sind in ihrem Job. Aber warte, ich muss mal ganz kurz bei mir was gucken. Und zwar, der Paprika-Reis hat Grease ab dem 3. Monat. Du bist der beste, Eduard. Ja, vielen, vielen Dank, Paprika-Reis. Danke für die Treue. Dafür gibt es natürlich auch ein Herz, was für ein Herz kommt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, und der Racer, will da schon jemand Abos geiern? Was? Kommt ein Dachdecker in eine Bar, sagt der Wirt, der geht aufs Haus. Ja, der war ziemlich. Warte kurz, vor Tisch. Oh ja, der war ganz flach. War ganz flach. Zustand. Komplett, mein Düngerstreuer war komplett kaputt, glaube ich. Das heißt komplett kaputt, glaube ich. So, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. 22 Uhr wird ja gespult, ne? Ich glaube ja. Ja, genau. 22 Uhr. Okay, das macht nichts. So. Mal hier zurücksetzen. Das ist halt eine blöde Ecke hier. Mit denen noch mitnehmen können. Füße hoch, der kam flach. Oh ja, da muss der. Junge, da muss aber Beine ganz weit hochnehmen. Alles gut. Ich muss mal kurz ein Euro. Ja, genau, mach mal. So, meine Lieben, unsere Aufgabe ist es heute, hier natürlich die Ballen so gut wie es geht und so schnell wie möglich einzusammeln, dass wir hier auch gut vorankommen. Dann ist ja die Frage, wollten bzw. kaufen wir uns einen neuen Träger oder legen wir uns lieber noch ein Stückchen Land zu, wo wir ernten können und tun können und machen können. Da könnt ihr euch gerne mal im Chat Gedanken machen und natürlich auch die YouTuberinos. Ihr könnt euch da auch gerne Gedanken darüber machen und gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir mal weiter. Vielleicht schaffen wir es sogar noch in der Aufnahmesession, uns dann etwas Neues zu gönnen bzw. weiter voranzuschreiten. So, bei lauter Reden und Tun und Machen hab ich den Ballen übersehen. Okay, Chat geht schon ab. Potato, das ist die Gamsling, die haben wir für uns privat umgebaut. Es war eine Singleplayer-Map, haben wir auf Multiplayer gemacht. Und ja, wie gesagt, ist die ganze. Okay, Trecker, Land, okay. Okay, Chat, ihr seid da noch ein bisschen uneinig. Von den Moderatoren, ihr könnt gerne mal eine Abstimmung reinhauen. Und zwar okay. Zu der besagten Thematik, weil die zwei Dinge, die ich euch gerade genannt habe. Fällt mir glatt der Düngersteuer runter. Da könnt ihr eine Holla die Weiche. Da könnt ihr gerne mal, wie gesagt, eine Abstimmung fertig machen und die in den Chat raushauen. Und Milo muss gerade Geld ran schaffen, weil er sonst das LU nicht bezahlen kann. Ihr seid ja schlimm. Sag mal. Chat,
Mua, 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 ich liebe euch. Ihr seid phänomenal. Und YouTube Arenas, bei euch genau dasselbe. Ne? Immer schön gucken, tun und machen. Ihr seid phänomenal. Die alten Tratschtanten. Genauso liebe ich das. Genauso liebe ich das. Es ist wirklich geil. Die Foley Army hat wieder zugeschlagen. Kam sie rein, ganz still und leise. Und dann, bam, Junge. Wunderbar. Schön. Ihr seid echt krass. Genauso muss das sein. Ich bin so stolz auf euch. So richtig stolz. Gut, ich muss mal ganz kurz, gemütet. Ja, mach mal. So, liebe Leute. Praktisch, wenn man zwei Bildschirme hat. Bildbauer, ja, genau so muss das sein. Genau so muss das sein. Okay, Mods, ihr habt verstanden, was ich meine? Oder wie ich was meine? So, wir haben Palim, Palim. Oh. Wir nicht gerade erst? Ach so, das geht ja beim LU wieder. Ah, verdammt. Gut, ich muss mal kurz zum LU. Einen schönen guten Tag, liebes LU. Hallo. Mal eine ganz kurze informelle Frage. Die Ballen, die ich jetzt hier abliefere, die seht nur ihr, ne? Die Summe, oder? Beim Global Market. Wie, ja, viel da, wie viel da drin sind. Okay, gut. Ich würde jetzt erstmal alle Strohballen reinfahren, dass wir die dann, wenn die dann drin sind, gebe ich Bescheid. Ja. Schreibe ich quasi hier in den Chat rein und da könnt ihr die verkaufen und dann können wir ja für das Feld dann erstmal die Abrechnung machen. Jo, alles klar. Eine Sache noch. Ja. Das Feld, nee, auf, beim Global Market, da ist mir gerade ein Silageballen auf die Straße rausgekommen. Was? Ja! Der macht nichts, hol ich dann, rede ich dann. Rette ich dann, rede ich dann. Okay. Ja, er wird schon die ganze Zeit angefahren, also. Was? Ja, dieses Plastikband da drum, mein Gott. Folie? Das ist sehr robust. Die Folie ist sehr robust. Na, dann ist ja gut. Dann dürfte nichts passieren. Okay. Ich hab gleich perfekte Überschrift. Plastikband ist sehr robust. Jawohl. Alles klar, wisst ihr denn? Ja. Unglaublich. Muni, da sprich dich mal bitte mit der Isa ab. Okay, ihr seid überfragt. Okay, wartet kurz. Ich mach's dann in der Pause. Mods, kein Problem. Ich sehe, da haben wir nochmal Weiterentwicklungsbedarf, aber alles kein Problem. Ne? Alles kein Problem. Ich mach das dann in der Pause fertig. Da können wir die Abstimmung reinschmeißen. Und die Tage, also heute wird's nichts mehr. Weil wenn wir hier fertig sind, dann muss ich Eier machen, dass ich dann ins Bett komme, weil morgen früh um 4 Uhr ist die Nacht wieder alle. Deswegen quatschen wir da die Woche, liebe Mutz, nochmal und da gibt es nochmal eine Einweisung, wie das Ganze funktioniert. Da hat jemand einen Folgentitel gefunden. Ja, Razer, ne? es ist halt gar nicht immer so einfach. Ne? Man muss sich schon Gedanken machen, jetzt müssen wir aber warten. So, bis dann, liebe Milo. Na gut, ne. Wir müssen halt mal warten, bis er da weg ist, ne? Da können wir dann ein bisschen noch Schulbank drücken bei der. Isa, alles gut. Weißt du was? Was denn? Ich könnte ja jetzt hier wieder was weiß ich für ein Fass aufmachen, ja? Das liegt ja nicht an mir, das liegt am LU, der es gepresst hat. Ich weiß genau wegen den Beinen, ist richtig. Dann holen doch bitte kurz ab. Ja, ne, siehst du, das wollte ich halt warten, bis du entmutet bist, dass ich dich da fragen kann, ob ich mir den mal fix holen kann. Das ist ja nicht mein Feld, ich bin am hier so. Auftrag. Warte, holen wir das mal fix. So, Flip, haben geholt. Bin wieder weg. Hast du für deinen Hühnerstall was bezahlt? Ja, das habe ich für das ganze Zeug was bezahlt. Es wurde mir abgezogen. Sind Sie sicher? Natürlich. Apropos bezahlt, ne? Aber das ist ein anderes Projekt, Junge. Da müssen wir auch noch mal reden. Krieg ich auch noch was von dir. Was? Na, Erzeugnisse. Was sind für Erzeugnisse? Na. Honig, Junge! Honig! Was habe ich denn mit Honig zu tun? Ja, also das klären wir dort in dem Projekt. Dann klären wir nicht hier. Mir heute auch mal aufgefallen durch die lieben Zuschauer, die da immer wirklich aufpassen wie Schießhunde. Dankeschön dafür. Das ist wirklich sehr, sehr cool. So, jetzt müssen wir aber erst mal gucken. Jetzt müssen wir hier mal drüber flitzen, ob wir denn hier wirklich alles haben jetzt. So, Palim Palim Palaba. Ich esse gerne Rhabarber. Oh, Alter, Rhabarber ist so ekelhaftes Zeug. Ne, Rhabarber mit Pudding. Oh. Oh, Rhabarber mit Pudding ist ein Traum.
Wir sind, ach nee, ich habe ein bisschen früher angefangen, aber wir gehen Richtung Ende hoch, das ging aber schon. Ja, ja, ich muss bloß mal kurz hier rückfahren, das Ganze. Wieder hochklappen. Reicht. Nee, erst jetzt abbrechen. Junge. Abbrechen. So. Limpa, limpa, lim. Weil nicht laden. Da. Nee, das brauchen wir nicht. Warum macht das denn? Ja. Macht doch wieder nicht. Verdammte Axt. Okay. Aber gut. Ja, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat und ihr da natürlich Tipps und Tricks und Kniffe wisst, die der Milo schon wieder hintenrum abzieht, ne, schaut da gerne mal vorbei bei dem lieben Milo. Er steht unten in der Videobeschreibung und schreibt es mir natürlich sehr gerne in die Kommentare. In diesem Sinne sagen wir erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.